Fasnacht, das ist für viele und nicht nur für die Basler die tollste Zeit im Jahr. Böcke, sich maskieren, gucken, mitfesten, ausflippen und vieles andere mehr an der Fasnacht ist manches erlaubt, was sonst unangenehm auffällt oder gar als unanständig gilt. Die Fasnacht ist entgegen einer weit verbreiteten Meinung kein heidnischer Brauch, sondern eigentlich ein traditionelles, typisch christliches Fest. Fasnacht ist schon im frühen Mittelalter hoch im Kurs gestanden. Damals war sie für die Menschen die letzte Gelegenheit gewesen, vor der Fastenzeit noch einmal tüchtig zu festen, viel zu essen und noch mehr zu trinken. Aber die Fasnacht hat schon damals auch schon entscheidend zur Pflege der zwischenmenschlichen Beziehung gedient. Offensichtlich sind sich während der Fasnachtszeit Männli und Weibli viel ungehemmter näher gekommen, als das in jener Zeit sonst schicklich war. In einem Konzil von 1913 sind fasnächtliche Liebesakte zum Sündenfall erklärt worden. Kulturhistorisch hat sich an der Fasnacht seither einiges geändert. Nahren, wie man sie heute kennt, gibt es ungefähr seit dem Beginn der Neuzeit. Und die verschiedenartigen Brüche, die haben sich in den einzelnen Regionen über Jahrhunderte hinweg zu dem entwickelt, was sie heute sind. Zur heutigen Fasnacht gehören natürlich Kinder, die sich lang im Voraus darauf freuen, dass sie am Fasnachtsumzug mitmachen können. Lustig geht es bei den Knirpsen zu, wenn der Kindermaskenball angesagt ist. Auch diese Veranstaltungen haben längst Tradition. Sie finden meistens im Anschluss am Kinderumzug statt und finden regen Zuspruch. Die Freude an der Fasnacht steckt aber auch in den Erwachsenen. Da komm ich, schau mal die Röcke durch, vielleicht finden wir etwas. Also ich hätte den Glon. Den Glon da, ja. Und ich könnte gehen. Da. Mit dem Soppenuppi, schau mal. Das ist ein Hicks. Ja, ja, wäre noch gut. Aber so, ich weiss nicht, irgendwie passt mir das nicht. Und also, was willst du gehen? Willst du das Mädchen gehen? Ja, also irgendetwas schon so, oder? Irgendwas etwas wird ja passen. Das ist etwas lustig. Das musst du mal schauen. Das ist ein altes Kostüm. Ja, das ist von einer Gruppe. Harlekin oder irgendetwas. Wäre auch noch glatt. Während die einen überlegen, was sie an der Fasnacht anziehen wollen, machen es die anderen gerade umgekehrt. Kecke Aufmachungen findet man auch in Restaurants. Spätestens seit der Sendung von Thomas Gottschalk weiss man es, Sträpsli, die sind wieder in. Und was bekannte Künstler auf der Bühne gegangen gäbe, ist, das machen in Zürich in ein paar Schweizerinnen, indem sie in dieser konkreten Aufmachung arbeiten. Edwige, was ist das für ein Gefühl, wenn man so arbeiten? Ja, ich finde es einfach lustig. Es ist etwas anderes. Es ist nicht immer das Gleiche. Und es bringt die Leute irgendwie und auch die Leute selber und auch den Plausch so. Einfach, ist geil und es ist nicht unbequem, wie viele gemeint haben und so. Ich finde, es ist einfach lustig. Bevor wir das erste Mal so gar arbeiten, probiert man das mal daheim aus? ja, schon. Oder läuft man auch privat so rum? Ja, auch, ja.
Ja, ich finde, es ist nicht immer die gewöhnliche Sache, die man sonst trägt. Es ist auch etwas anderes. Ich habe selber Freude daran. Ich mag es nicht unbedingt so für die Leute, auch für mich selber. Oder? Und wie reagieren die Leute darauf? Ja, sie sind recht aufgestellt. Sie finden es gut und so. Mal. Ich habe viele Komplimente bekommen. Es ist etwas Lässiges, es ist etwas anderes. Es ist nicht immer das Gleiche. Und wie wirkt es auf den Umsatz aus? Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin zufrieden. Bleibt noch zu sagen, dass die hübschen jungen Damen in diesem Zürcher Nachtlokal nicht nur an der Fasnacht die Sträpsli anhaben, sondern das ganze Jahr. Und du musst mir halt in den nächsten 5 Minuten sagen, ob die noch immer noch eins stört. Und jetzt führe ich ganz am Schluss, damit das etwas besser hebt, noch etwas vom Fixierspray drüber tun. Dann kann er tot sicher die Augen zu, 20 Stunden lang umeinander laufen. So. Jetzt bin ich gespannt, ob sie noch kennen. Auch die beiden jungen Damen, die im Vorfeld von der Fasnacht noch nach Kostümideen gesucht haben, sind fündig geworden. Sie gehen als Wäschweiber zusammen mit den Schnuderbuben unter einer Konfettikanone auf einem grossen Wagen an die Fasnacht. Einen ganzen Tag arbeiten sie an ihrem Fahrzeug, damit es dann am Fasnachtsumzug auch eine gute Falle macht. Und der Erfolg in Rümlang ist nicht ausgeblieben.